Einen wunderschönen guten Abend zu einer weiteren Ausgabe von Giga The Show. Yeah, um 22 Uhr. Ne? Muss man noch dazu sagen. Ja. Ja. Und wir haben tolle Themen zur Abwechslung. Und heute wollen wir unter anderem mal reden über Demos. Ja? Früher war das ja so, man hat sich kein Spiel gekauft. In den 60er Jahren, ja. Ständig Demonstrationen. Ja. Ne? Das stimmt, ja. Noch was? Nee. Nee? Hätte sein können. Nee. Ja, da gab es nämlich früher auch viele Demos. Habe ich ja gerade gesagt. Schild. Und es gab übrigens tatsächlich immer so einen Namenskrieg, ne, zwischen der Demoszene, die so selbst ablaufende Grafikdinger programmiert haben, und zwischen Spiele-Demos. Spiele-Demos. Und da muss man immer ein bisschen aufpassen, da wir reden von Spiele-Demos, von Vorab-Versionen, von Schnupper-Versionen von Spielen. Und früher hat man tatsächlich eigentlich kein Spiel gekauft, ohne vorher die Demo gezockt zu haben. Es sei denn, es waren richtig große Titel wie Zelda oder Mario oder was. Früher gab es zum Beispiel auch in Zeitschriften regelmäßig eine CD, wo dann irgendwelche Demos mit drauf waren. Wobei man muss ja sagen, das war immer schon eigentlich ein Privileg für die PCler. Für die Konsoleros gab es das eigentlich erst so richtig mit jetzt Xbox 360 Marketplace und PlayStation Live und so. Absolut. Das war ja insofern früher, ist das Beispiel Mario und Zelda ein bisschen doof. Ja, aber es ist tatsächlich so, dass es sich mittlerweile eben auch eingebürgert hat bei Konsolen. Währenddessen auf PC-Seite stirbt so ein bisschen aus, habe ich das Gefühl. Das ist genau die Frage, weil du sagst, du hast das Gefühl. Ja? Ja. Wir wollen diesem Gefühl mal eine wissenschaftliche Grundlage geben. Und deswegen haben wir jetzt am Telefon Max Schaal. Er ist Geschäftsführer von Red Spot Games. Und Red Spot Games, die bauen ja unter anderem auch noch fleißig Software für die Dreamcast. Also sind wir auf jeden Fall in der Vergangenheit gut aufgehoben, wenn wir denn die Frage stellen, ob Demos immer noch aktuell sind. Schönen guten Abend, Max. Hallo Nils, grüße dich. Hallo. Ich glaube, du hast gehört, was wir gerade gesagt haben. Wir haben so ein bisschen das Gefühl, die subjektive Empfindung, dass die Zeit der Demos eigentlich vorbei ist. Siehst du das genauso? Die Zeit der Demos, nein, sehe ich gar nicht, dass sie vorbei ist, weil, wie du ja gerade angesprochen hast, allein das PlayStation Network oder Xbox Live zum Beispiel zeigt ja wunderbar, dass Demos noch weiter unter die Leute gebracht werden können, zwar jetzt mit neuen Wegen. Die Distribution hat sich jetzt komplett gewandelt von der ganzen Disc-Sache auf diese Online-Network-Geschichte, wo es früher noch drin war in irgendwelchen Heft-CDs. Wird das Ganze jetzt online nur noch in die Distribution gebracht. Also von daher besteht auf jeden Fall noch Interesse daran. Aber ist das Ganze nicht doch ein bisschen zurückgegangen? Ich meine, man hat mittlerweile das Internet, viele Leute laden sich vielleicht auch illegal Spiele runter, die sind dann gar nicht mehr Adressaten für irgendwelche Demos. Es gibt viele Spiele, Open-World-Spiele, wo es vielleicht auch schwierig ist, eine Demo zu veröffentlichen, und vor allen Dingen sind Demos ja wesentlich größer, was die Datenmenge angeht, sodass man das auch gar nicht mehr ohne weiteres auf eine Heft-DVD oder so packen kann. Sind das nicht Kriterien, die so ein bisschen an der Attraktivität einer Demo rütteln? Naja, du musst da schon unterscheiden, ob wir jetzt von Konsolentiteln sprechen oder von PC-Titeln. Im Übrigen sehe ich jetzt gerade nebenbei, ihr habt das falsche Foto von mir irgendwie drin. Das ist der nette Kollege, der Matthias von Maniac, lustigerweise. Ja. Ja, da wird's gerne. Sehr lustig, dass ich mit Matthias jetzt gerade gezeigt werde. Aber jetzt auf die Frage zurückzukommen. Ich denke, man muss es schon unterscheiden. Attraktivität sagst du ja. Open-World-Games, die müssen auf jeden Fall, die sind schwieriger zu erstellen, die Demo-Version. Da hast du auf jeden Fall recht. Wenn wir jetzt zum Beispiel GTA 4 nehmen, da gab es ja zum Beispiel keine Demo-Version von, weil es ganz einfach viel schwieriger ist, Open-World-Systeme einzuschränken. Da hast du auf jeden Fall recht, dass es auch ziemlich viel Aufwand ist, diese irgendwie dann unter die Leute zu bringen. Aber wie gesagt, es lohnt sich weiterhin. Was ist denn so eigentlich das primäre Ziel, wenn man als Publisher eine Demo rausbringt? Das ist ja eigentlich das, Lust zu machen auf mehr. Lohnt sich denn der ganze Aufwand im heutigen Informationszeitalter noch? Ich meine, früher musste man tatsächlich warten, da gab es einmal im Monat eine Zeitschrift, die man sich gekauft hat. Mittlerweile hat man ja tagesaktuell, minutenaktuell sogar Newsseiten im Internet, die einen da informieren, oder vorab Reviews, die geschrieben werden. Hat eine Demo überhaupt noch die Funktion, die sie früher mal hatte? Naja, die Demo hatte ja eigentlich in den 90ern wie heute eigentlich die gleiche Funktion, dass es eben, wie soll ich sagen, dass es einfach ein Spiel bewirbt. Also auf jeden Fall hat es die gleiche Funktion. Aber man muss jetzt das heutzutage ein bisschen differenzierter sehen, weil ich denke,
Produktionen, die sich schon jetzt über die Jahre hinweg etabliert haben, wie zum Beispiel von mir angesprochen GTA, die GTA-Serie, die braucht ja eigentlich gar keine Demo-Version mehr, weil sich der Titel ja so etabliert hat und das Brand so gut läuft, dass man mit einer Demo-Version von einem neuen GTA-Teil zum Beispiel viele Leute abschrecken könnte. Das bedeutet, dass Käuferschichten bei Spielen, die einen gewissen Hype schon erzeugt haben, wegbrechen könnten, weil sie denken, wieso soll ich mir noch die Vollversion kaufen, wenn ich ja eh die Demo-Version habe oder sogar leicht enttäuscht bin. Mhm. Also ich denke, Demo-Versionen sind hauptsächlich interessant für Titel, die eben nicht auf dem Massenmarkt etabliert sind. Oder Demos sind auch interessant für Titel, die, ich sage mal, von der Presse oder von der allgemeinen Meinung von der Community nicht so wahrgenommen werden oder auch zum Teil underrated sind. Also sie haben schon noch eine Funktion, um jetzt auf die Frage zuvor nochmal zurückzukommen. Und du hast recht, es gibt tagesaktuell, minutenaktuell da neue Infos dazu. Es gibt neue Demos überall im Internet. Heute haben wir natürlich durchs Internet eine gewisse Informationsflut, die wir früher nicht hatten, weil du weißt ja noch ganz genau, als wir früher noch PC-Zeitschriften gekauft haben, wo höchstens 650 Megabyte irgendwie an Demos draufgepasst haben und dann noch Bugfixes und was weiß ich alles drauf waren, da hatte man nicht so die große Auswahl. Da hat man wirklich eine vorselektierte, gute Auswahl bekommen. Und vielleicht hat sich das auch ein bisschen gewandelt, dass man früher noch eine gute Auswahl hatte und ja, die klassischen, die guten Games wirklich drauf hatte, während man heute wirklich sehr, sehr viele Demos hat und schon gar nicht mehr im Informationszeitalter des Internets, wie es ja so schön heißt, einfach ein Überangebot hat und sich da leicht erschlagen fühlt. Was ja dafür spricht, dass auf jeden Fall die Demo als solches noch in Mengen vorhanden ist. Glaubst du, dass es Firmen gibt, die bewusst keine Demo rausbringen, weil der Ruf ihres Spiels besser ist als das Spiel? Ja, eindeutig. Also das war vorhin das Beispiel mit GTA 4 zum Beispiel. GTA 1, soweit ich weiß, hatte ja damals eine Demo-Version, weil eben GTA, was war das? Das hat ja keiner gekannt. Das musste ja erst irgendwie etabliert werden. Das musste erst bekannt werden. Und deswegen war es notwendig und es hat sich etabliert, weil es ganz einfach etwas war, was so mit diesem ganzen Sandbox-System ganz einfach den Spielesektor revolutioniert hat. Und das ist mit den nachfolgenden Titeln eigentlich nicht mehr nötig gewesen. Also soweit ich weiß, GTA 2 hatte ja noch eine Demo-Version, aber das war es dann auch schon, weil es sich ganz einfach herumgesprochen hat, einen gewissen Marktanteil hatte, der es einfach nicht mehr voraussetzte, dass Demo-Versionen rauskamen. Aber wie jetzt zum Beispiel auch gesagt, underrated Spiele, also Spiele, die von der Presse nicht so wahrgenommen werden, die muss man natürlich extra bewerben. Das kann man ja auf verschiedene Arten und Weisen. Das kann man ja auf einer Messe machen mit einer Demo-Version oder auch der Vollversion. Das kann man direkt vor Ort am Point of Sale machen, also zum Beispiel in Kaufhäusern oder eben auch durch die Demo-Version. Muss man natürlich unterscheiden, Konsolendemos und auch PC-Demos zum Beispiel. Ganz wichtig, wir haben zum Beispiel bei unserem aktuellen Titel Wind and Water Puzzle Battles, das jetzt diese Woche noch auf den Markt kommt für den Sega Dreamcast, haben wir uns entschieden, eine Demo-Version herauszubringen. Ganz einfach aus dem Gesichtspunkt, weil sehr viele Leute auch nicht mehr wissen, dass noch für den Dreamcast entwickelt wird. Die wissen auch zum Beispiel nicht, wie gut die Spiele sind. Die denken sich natürlich, dass jetzt nur noch, ich sage mal, ja, qualitativ nicht so hochwertige Spiele rauskommen. Und das ist ein schöner Beweis, mit einer Demo-Version zu zeigen, Leute, das stimmt nicht, wir haben hier ein individuelles Konzept, wir haben hier einen Story-Mode mit über 50 Stunden Spielspaß zum Beispiel. Das kann man so noch sehr schön präsentieren in den verschiedensten Lagen, die sich eben nicht so durchgesetzt haben im Massenmarkt. Also die Demo nach wie vor ein wunderbares Marketingwerkzeug für den kleinen Mann sozusagen, für die Entwicklerstudios, die sich eben nicht ganze Häuserwände wie mit GTA 4 vollkleistern können. Würdest du als Fazit ja sagen, wenn ich sage, die Demo lebt? Natürlich, ja. Und da möchte ich nochmal drauf zurückgreifen, was du gerade vorhin gesagt hast. Es ist ja nicht nur für die Firma ein schönes Marketingwerkzeug, es ist ja auch für die Spieler
kostenloser Spaß oder meistens kostenloser Spaß, wenn es nicht unbedingt auf einer Heft-CD drauf ist, wenn man sich downloadet. Mhm. Es ist ja auch zum Beispiel ein Sammlerobjekt. Wenn man zum Beispiel mal auf den Dreamcast zurückkommt, die letzten beiden Demo-CDs, die zum Beispiel für den Dreamcast 2002 auf den Markt kamen, die Dream On 22 und auch die Best of Dreamcast, kamen ja zum Beispiel nur in England auf den Markt und ist heute zum Beispiel ein Sammlerobjekt. Man hat ja auch noch ein physisches Medium vor sich. Man kann Demo-Versionen spielen, die zum Beispiel sich dann vom Endprodukt noch leicht unterscheiden. Man hat einen frühen Einblick. Man hat zum Beispiel durch ID-Software, die ja zum Beispiel die Spieler aufrufen, mitzutesten, das Produkt weiterzuentwickeln. Also es ist eigentlich noch viel mehr als ein Marketing-Tool. Es ist ein Ja, ich will jetzt nicht sagen, es ist ein eigener Stil von Spiel, aber es ist ein Mehr an Dienstleistung, was wirklich an den Spieler herangebracht werden kann. Also von daher, ja klar, sie lebt und wird es auch hoffentlich dank der Online-Distribution und neue Möglichkeiten, es an den Spieler zu bringen, hoffentlich noch lange geben. Das ist ein schönes Schlusswort, finde ich, für die Demo soll es sie noch lange geben. Ich wünsche dir und euch ganz viel Erfolg mit Wind and Border, eurem Projekt für die Dreamcast und bedanke mich bei dir, Max, dass du mal wieder Zeit für uns hattest. Ich habe zu danken, Dankeschön. Okay, tschüss. Mach's gut, ciao und wir machen schnell weiter mit dem Newsflash. Gestern kam in den Vereinigten Staaten von Amerika Little Big Planet raus für die PlayStation 3. Heute starteten die Online-Server und jetzt, wo ich davon spreche, wurden die Online-Server schon wieder offline genommen. Da war die Freude nicht sehr lang auf Multiplayer-Spaß mit Little Big Planet. Es liegt ganz einfach daran, dass es noch technische Probleme mit dem Multiplayer-Modus und mit den Servern gab. Und einige User haben sich auch beschwert über eben diese Probleme und über Glitches und weiß ich nicht was alles. Und deshalb sind die jetzt erstmal wieder vorerst runtergefahren, sollen aber natürlich sofort und nach Reparatur dann wieder gestartet werden. Und bei uns hoffentlich, am 7. November geht's ja los, ist dann alles im Reinen und wir müssen uns keine Sorgen machen, wenn wir Little Big Planet online spielen wollen. Sorgen gemacht um seinen guten Ruf hat sich Michael Herbig, den kennt ihr besser als Bully von der Bully-Parade, von True is Manitou und so weiter und so fort. Und der hat eine Klage angestrebt gegen das Spiel Bully. Das kennt ihr hierzulande vielleicht besser unter dem Namen Canis Canem Edit. Das ist so eine Art GTA auf dem Schulhof. Und ja, das hat eben den internationalen Titel Bully. Und da ist er gegen vorgegangen, gerichtlich. Und da ist jetzt quasi ein Urteil gesprochen worden vom Landgericht München, Take-Two gegen Michael Herbig, und Take-Two hat gewonnen, denn das Gericht sah es nicht als gegeben, dass die Käufer oder die Konsumenten den Namen Bully unbedingt mit Michael Herbig assoziieren im Zusammenhang des Spiels. Es gibt ja auch noch andere Gelegenheiten, wo das Wort verwendet wird, zum Beispiel beim Eishockey, so eine Art Anstoß, wenn der Puck wieder ins Spiel geworfen wird, oder auch ein VW-Produkt, was man Bully nennt. Also da wurde die Klage von Bully Herbig abgeschmettert. Und noch eine kurze Meldung zu Sony, denn im Land der aufgehenden Sonne in Japan wurde jetzt bekannt gegeben, dass Sony im zweiten Quartal dieses Jahres einen Gewinneinbruch von 90% zu verzeichnen hatte. Erklärt wurde dieses schlechte Ergebnis vor allem durch den schlechten Abverkauf von Digitalkameras sowie des weltweiten Konjunkturabschwungs und dem erstarkenden Yen. 10,3% ist allerdings der Gewinn des Videospielsektors, der wiederum begründet sich durch Abverkäufe von PlayStation 3 und PSP. Also die Videospielabteilung hat Grund zum Lachen, der Rest von Sony macht sich Gedanken. Tja, also ganz offensichtlich geht es uns ja richtig gut und das feiern Sony! Wir weiter. Sony, mit tollen Themen. Jetzt gibt es nämlich Blitz the League, das ist ein lustiges Footballspiel. Danach gibt es ein Atem und Wipeout. Viel Spaß, 45 Minuten noch, dann sehen wir uns wieder. Sony!